Wir beginnen mit einer traurigen Geschichte vom öffentlichen Personennahverkehr. So oder anders ist sie jedem schon einmal passiert. Aber das muss nicht sein. In Hannover wurden die Lehren gezogen aus schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit. Wer erfolgreich sein will gegen die übermächtige Konkurrenz des Automobils, muss Ideen haben. Eine solche Idee ist die neue Stadtbahn. Eigene Gleiskörper in den Außenbezirken und ein verzweigtes Tunnelnetz in der Innenstadt machen die Stadtbahn Hannover allein schon zu einem schnellen Verkehrsmittel. Dabei waren die Vorhersagen pessimistisch, auch in Hannover, auch für die Östra. Die Östra ist der städtische Verkehrsbetrieb. Aber jetzt, so sieht es aus, ist das Eis gebrochen. Die Zahl der Fahrgäste steigt wieder. Neue Fahrgastgruppen werden wir gewinnen können bei dem, was wir nennen, neue Fahrzwecke. Ein Beispiel. Derjenige, der zum Einkaufen in die Innenstadt von Hannover will, fährt am besten mit der Bahn. Und das tun in der Tat auch von denen, die jederzeit über einen Pkw verfügen können, mehr als 50%. Mit anderen Worten, das Angebot eines öffentlichen Verkehrsbetriebes kann attraktiver sein als die Verlockung des eigenen Autos. Aber die Östra hat mehr getan, als nur eine schnelle Bahn auf die Schienen gesetzt. Die Zauberformel heißt BON und das ist die Abkürzung für Betriebsleitsystem öffentlicher Nahverkehr. An dieser Endhaltestelle erlebt man seine Vorteile. Wo die Bahn endet, warten die Busse. In Hannover warten sie wirklich und das ist nicht dem Zufall überlassen. Ein kleines Gerät ganz vorn in den Bussen und Bahnen ist das sichtbarste Zeichen des Systems. Mit diesem Gerät bekommt der Fahrer die Informationen, die er braucht, um pünktlich zu sein und um sich notfalls auch unvorhergesehenen Situationen anzupassen. Alle Fahrpläne sind in einem Rechner gespeichert und werden ständig kontrolliert. Der Fahrer weiß dann, ob er Verspätung hat oder nicht, und er erfährt, wie er reagieren soll, wenn der Fahrplan durcheinander kommt. Durch simples Zählen der Radumdrehungen und mit Hilfe von magnetischen Markierungen erkennt und berechnet das Leitsystem den Standort jeder Bahn. Bei den Bussen ganz ähnlich. Die Magnete sind hier ersetzt durch kleine Infrarotsender am Straßenrand. Die Zeiten verpasster Anschlüsse sind vorbei. Das Bordinformationssystem kann zwar Verspätungen nicht verhindern, aber es meldet, wenn der Fahrplan nicht mehr stimmt. Und der Bus zum Beispiel, der den Fahrgästen einer Bahn früher noch davongefahren wäre, bekommt die Anzeige Anschluss abwarten. Und BON kann sogar noch mehr. Was ist, wenn da hinten die Ampel für die Straßenbahn, wenn das Signal für die Bahn auf Rot steht? Oh, da haben wir eine ganz tolle Sache hier. Wir können durch Tastendruck den Ampelrechner beeinflussen, sodass uns praktisch eine grüne Welle geschaltet wird. BON mit seinem integrierten Bordinformationssystem ist eine Eigenentwicklung der Östra in Hannover. Wenn Sie jetzt Zwischenbilanz ziehen, funktioniert BON in Hannover? BON funktioniert in Hannover in dem Maße, wie wir unseren Fahrzeugpark ausgebaut haben. Wir sind zurzeit dabei, die letzten 100 von insgesamt 450 Fahrzeugen noch mit den integrierten Bordinformationssystemen auszurüsten, sodass wir mit Ablauf dieses Jahres für den gesamten Stadtbahn- und Busbereich das BON-System in Betrieb haben, mit sehr gutem Erfolg in Betrieb haben.
Und was wird das dann gekostet haben? Das wird, wenn man die Forschungsaktivitäten insgesamt nimmt, knapp 20 Millionen D-Mark gekostet haben. Wir sind aber heute in einer Situation, dass andere Städte in Deutschland dieses BUN-System ja auch schon kaufen. Zugegeben, nicht wegen BUN, sondern mehr, weil wir die beiden nicht länger leiden lassen wollten, gibt es jetzt ein Happy End. Und kaufen kann man BUN bei der Östra in Hannover natürlich oder auch bereits bei einem ihrer Lizenznehmer.